Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der grandiosen Welt von Minecraft Vendetta. Zusammen mit der lieben Frostbone. Hallo. Und ja, wir haben hier dumme Augen drin. Ja, ich mach die mal schnell weg. Die packe ich jetzt aber auch sowas von weg. Oh, ich hab die Karte geöffnet. Aber die sehen ganz witzig aus auf jeden Fall. Das ist auch ein interessanter Hut. Ich habe einfach Marmelade auf dem Kopf. Lol. Was hab ich eigentlich so? Ich mach mir jetzt, ich bin jetzt... Mal. Warte, guck mal, ich bin jetzt Gangster. Ich hab mir ein Team ausgelöscht. Ich bin jetzt ein Gangster. Hau ich mit dir, Gangster. Warte, ich kann hier dich draufpacken. Lol, wie cool. Emmy in real life. Ich glaube, ich packe mal hier diesen mit der Marmelade drauf. Okay. Leute, was ich heute vorbereitet hatte. Erstmal möchte ich euch ein paar Änderungen an meinem Häuschen zeigen. Und zwar einmal kann man hier jetzt hochgehen und ich habe hier mir eine kleine Wetterstation aufgebaut, wo ich so sehen kann, wie stark der Wind ist. Und ja, ist gerade überhaupt gar nicht vorhanden. Ja, es ist windstill. Also gar nicht. Wobei sich die Wolken gar relativ nicht, viel bewegen, finde ich. Auf jeden Fall. Dann gab es natürlich aber noch mehr Änderungen. Aber hier gibt es einen Rüstungsraum. Hier kann ich überall meine Schwerter platzieren und meine Rüstungen, die ich im Laufe dieses Projekts halt sammeln werde. Ich möchte am liebsten jeden Rüstungsständer und jeden Schwertständer voll haben. Das wäre so mein Ziel. Ja. Das finde ich richtig cool. Dann geht's hier runter. Hier runter habe ich nur einen Teppich. Mit Emmy hatte ich eben auch eine Folge aufgenommen, deswegen sind ja auch so viele Köpfe, weil ich ganz viele Köpfe auch noch bekommen habe. Genau, das ist hier, keine Ahnung, man denkt, du bist Kopfjäger. Kopfgeldjäger. Du sammelst Köpfe. Und dann geht's auch nochmal ganz runter, hier ist ein Enchanter. Und Aquarium. Aquarien sogar, weil sich das jemand gewünscht hatte. Dass ich so einen Raum mit einem Aquarium mache und das war so die beste Art, das umzusetzen. Ich sehe nicht, in welcher Etage ich bin. Ich hole mal gerade die Unboxing-Sachen. Denn, Leute, jetzt, obwohl ich habe das schon zweimal verschoben, Unboxing zu machen, deswegen. Ja, aber jetzt kommt es endlich. Ja, und Leute, ich habe, by the way, ein Backpack. Und ich auch. Diese Backpacks sind einfach mega cool, weil die wirklich auf und drauf sind. Und dann wollte ich noch mal, mit Emmy erkunden gehen, denn wir hatten in ihrer Folge sowas leicht gesehen und ich wollte mal angucken, was das war. Da war so ein Metall oder so auf dem Boden auf dem Weg zu den Sumptopiern. Leute, was genau es damit auf sich hat, das werden wir dann erfahren und ihr werdet das natürlich auch erfahren. So, erstmal hier Server-Backup in 18 Sekunden. Perfekt. Hi. So. Gut, gut. Ich kann jetzt Spinnen mit One-Hit machen. Geil. Oh, wir haben ein neues Teil für die Wand hinten. Ja. Stimmt, die wollte ich auch noch zeigen. Leute, wir haben hier so eine Wand wie angekündigt mit diesen ganzen Gesichterteilen. Die ist schon bald. Guck, ich kann die One-Shot machen. Das ist mega cool. Also, das ist das einzig Gute an Nemesis, der Gliedfüßler 2. Der Rest der Monster, den muss ich normal bekämpfen. Okay, wir sollten mal ein bisschen von den Häusern weggehen. Ja. Vielleicht sollten wir auch schlafen gehen oder. Gute Idee. Ich gehe mal zu meinem Haus schon mal. Ja. Ah, nee, und Leute, wir haben einen Bankautomat. Den kann ich euch auch gleich zeigen. Ich werde hier aber gerade beschossen. Ja, und wir haben jeder eine Geldkarte bekommen. Aber jetzt erstmal schlafen. Jo, ich muss kurz in mein Häusle. Ja, ich muss hochrennen. Doch, so, schnee. Ich lieg schon mal im Bett. Und tap. Perfekt. Regnet es noch? Ja, schade. Blitze. Okay, ich habe immer das Gefühl, es bildet sich hier ein Tornado, ne? Ja, das wirkt halt immer so. Okay. Oh, ich habe schon wieder einen Zombie-Kopf, ne? Das ist nicht dein Ernst. Alter, die Köpfe droppen Wo soll ich denn den jetzt hinpacken? Ich brauche gerade noch einen Platz für den. Oh, ich habe einen neuen für die Wand. Okay, die kommen dann jetzt einfach auf die Büsche. Okay, und wir wollten dann auch Richtung spielen. Weil wir da irgendwas gesehen haben. Wollten. Ja. Boah, so, aber als allererstes das Unboxing, worauf ihr so lange gewartet habt. Wow, ich bin gerade einfach in den Teich gefallen. Was überhaupt? Ich bin hier vor deinem Häusle. Ah, da. So. Oh, ist das schön. Wenigstens Spinnen sind jetzt nicht mehr so nervig. Ja. Stimmt. Erstmal aber noch den Geldautomaten. Genau. Und zwar, ich platziere mal gerade mein Backpack hier, hol meine Geldkarte raus, dann baue ich den Backpack gerade wieder an.
So, dann kann ich hier meine Karte scannen. Kann dann hier auf Deposit gehen. Hier seht ihr gerade mein Geld. Ich habe schon relativ viel in diesem Projekt tatsächlich bekommen. Und das stocke ich jetzt einfach nochmal auf. Jetzt bin ich bei 1427 Coins. Ja, wofür wir auch, für auch immer wir Geld brauchen. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann Shops bauen oder so. Wichtig sein. Okay, ja. Aber wir gehen dann mal los. Am besten gehen wir direkt in die Richtung und ein bisschen schräg links davon oder so halten, ne? Dann können wir dann anboxen. Ich glaube, ich sehe es schon da oben, bei der Slime King. Ich weiß nicht. Erstmal mache ich das Unboxing. So. Stimmt, genau. Dafür leere ich am besten auch mein Inventar. Das heißt, du bist am besten die, die so ein bisschen auf mich aufpasst. Jo. Pack's vielleicht in den Backpack. Ja, und den dann wollte ich den jetzt hier hin platzieren. Oder kann der nicht auch gekleert werden? Ich denke nicht, wenn er. Ich kann den ja auch zu mir nehmen, weil nee, ich kann ja nicht zwei. Der sollte aber nicht ich kann den normal abbauen. Oh nein, ich habe gerade meinen Backpack fast zerstört. Oh, warte, ich gebe dir hier kurz deine Karte. Die wurde mir gedroppt. Ist diese Box of Eternal Closer deine? Ja, das ist meine. Die habe ich gefunden, da kam so ein Geist raus einfach. Lol. Ich lasse ihn mal hier stehen, ich gehe mal ein bisschen weiter entfernt. Okay, ich fange erstmal mit diesen hier an. Oh ne, wobei die Giants. Hä? Warte, die Giants? Alles klar. Hä, muss man die irgendwie... Oh, ich glaube, man muss das irgendwie in so einem... Ah, dann habe ich nicht genug davon. Ich glaube, man muss daraus so einen großen bilden. Na gut, okay. Was ist das? Feuer. Ich kann Feuer platzieren. Why not steht da. Verbrennung 2. Lol. Ist ja voll cool. Okay, was noch? Ich gehe mal schnell ins Wasser. Oh, Mineralien. Richtig gut. Was für Mineralien? Von jedem etwas, was es hier im Spiel gibt. Okay. Cool. Oh, nice. Oh nein. Oh. Ich brauche gerade. Oh nein. Oh nein, das ist. Warte. Ha? Werden mich. Attackieren. Ich pack schon mal so das, was ich bekommen habe, hier weg. Sheets. Wo ist noch? Ja, da ist noch ein Zombie. Okay, okay, ja gut, ich bin ganz leicht mit Pfeilen voll. Oh nein! Scheiße, ich bin gleich tot. Slash Difficulty 0. Oh Gott, das war jetzt echt... Das hätte uns unser ganzes Leben lang verfolgt hier. Oh, meine Rüstung ist fast kaputt. Lol, das sieht richtig cool aus irgendwie. Ja. Das tut mir schon fast leid, dass du da sterben musst. Nächster. Oh nein, es sind jetzt so viele. Ich habe eine volle Eisenrüstung. Oh nein, mein Schwert ist kaputt. Warte, ich habe ein Eisenschwert, das kannst du einfach haben, wenn du willst. Danke, und meine Rüstung ist auch richtig... Ich hab ja jetzt eine Eisen. Oh nein. Guck auf den Boden. Ja, auf den. Ich geh hier weg. Ich geh mal in die Richtung des Raumes aus. Ach, da gehst du hin. Ja, vergiss aber dein Backpack nicht. Ja. Oh, das könnte jetzt interessant werden. Oh no. Nein. Warte, ich hab Kürbisse zu Hause. Ich kann welche. Book of Memes gefunden. Hey okay, Chat, 1, 2, 3. Warte kurz. Ich hab einen Kürbis, Kürbisse. Perfekt. Oh, ich hol mir dann noch einen. Oh, Leute, es tut mir leid. Das ist jetzt echt dumm, ich hol mir ganz schnell einen Kürbis. Was kam da jetzt raus? Keine Ahnung. Okay, ich öffne jetzt diesen leuchtenden. Ich hab dann Angst. Hier. Nee. Da kam ein Diablock! Alter, wie nice. Ich habe aber keine Spitzhacke. Und ein Leuchtfeuer. Ich kann ihn abbauen, wenn du möchtest. Oh ja, gerne. Geben. Warte, ich TP mich mal ganz schnell. /TP. Und ich hab ein Leuchtfeuer sogar bekommen auch. Okay, ich habe jetzt einen Kürbis an, das hier heißt. Okay. Hier deiner. Thank you very much. Ich speichere schon mal die Sachen. Aber wenn man F1. Okay. Weil dann sieht man das gar nicht mehr. Ah ja, mit F1 ist besser. Als wenn ich F5 immer mache. Dann hast du deine Hotbar und. Ja. Dann hast halt die Hotbar nicht mehr, aber das. Was kam da raus?
Da liegt irgendwas. Eine Angel. Es regnet. Ich hab Angst. Ich auch, vor allem die sind so wie diese Open Block Eier, Goldeier irgendwie. Hä? Ist das schon vorbei? Tatsächlich, hier liegt irgendwas. Useless Generator. Wow. Wow. Ach ja, immer. Egal, diese... vielleicht kann man den trotzdem brauchen. Ja. Okay, was kommt jetzt? Da kommt jetzt locker was Schlechtes raus. Ja. Die Spannung steigt. Wow, da ist ein Fass rausgekommen. Ein Fass. Wasserbedrockium-Trommel. Alles klar, ich hab Wasser. Alles klar. Und ich muss was essen. Okay, was kommt da jetzt raus? Und? Bitte was Gutes. Enchantment-Table. Darf ich den haben? Jo, schenke ich dir. Danke. Der nächste Cube geht direkt los, ne? Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? 19,5 Attack Damage. Schärfe 10. Schärfe 10 und Haltbarkeit 10. Das Problem ist, es hat nur noch zwei Uses. Ich brauche ein Dia-Schwert. Crafte ich mir und dann crafte ich das zusammen. Oder mit Diamanten geht das, glaube ich, auch. Ich crafte mir das dann zusammen. Dann habe ich ein Ultraschwert. Du könntest mein altes bekommen dann, wenn du willst. Ja. Alter, wäre auf jeden Fall nett. Oh. Hä? Ist das? Oh, schon wieder. Wieder so ein useless. Wow. Dingens. Gerade ist ein Block despawned einfach. Ich hab noch voll zwei cool. davon. Okay. Mega nice auf jeden Fall. Ich möchte nicht das Inventar gehen, nicht mit diesem Schwert. Oh nein. Oh, oh. Wieder. Agin. Ich rette schon mal die Sachen wieder. Ich hab jetzt so viele Sachen. So viele Köpfe für diese Wand, die wir haben. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch die Rückseite davon nutzen und die dann später noch größer machen. Und? Oh, nein! Wieder. Oh, oh, warte mal kurz. Der Himmel sieht richtig crazy aus. Ey, oh Mann, das ist gerade echt mies. Oh, ich kann gerade nicht helfen, weil ich kein Schwert habe. Oh, deine Rüstung ist fast zerstört. Du kannst meine Eisenrüstung dann haben, wenn du willst. Ja. Stimmt, ich habe nur noch den Panzer und der ist. Okay, das war der letzte. Der hat nur noch einen. Oh nein, da ist ein Skelett voll auf mich fokussiert. Bitte nicht. Ja. Was, bitte. Komm schon, was Gutes. Hä? Das sind andere Sachen. Warte mal. Das sind Enderflux-Kristalle, okay. Warte mal, ich muss hier mal mein Inventar aus. Ich kann jetzt wieder mein Inventar normal nehmen. Ja. Warte, vielleicht sollte ich es einfach mal in mein Backpack packen. Ich zieh mal den Kürbis ab, weil nicht. Ich kann dir jetzt die Rüstung geben, wenn du willst. Ja, ich packe jetzt erstmal ein bisschen was in einen Backpack. Oh, das war aber ganz nice. Ich frag mich zwar gerade, wo ich mein Fleisch. Hast du mein Fleisch? Kann das sein? Stimmt, ja, ich hab deins. Ich geb's dir gleich, warte. Dann kann ich dir im Tausch die Rüstung lesen. Geben. Hier. Warte. Hier. Danke. Puh. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir jetzt. Ja. Und zwar war das ungefähr. Irgendwo. Sieht man's von hier schon? Ja, ich seh's, ich seh's. Ah, ja, ja, ja. Warte mal kurz. So bin wieder da, sorry. Genau. Hier. Okay, Das ist ein Teleporter? Hilfe! Hä? Was zur? What the fuck? Warte mal. Mein Gott, wie cool ist das denn mit dem Hangglider? Ja, ey, nee, das machst du nicht, das machst du. Okay, hier geht's rein.
Als ob. Bananendudler. Bananendudler? Was macht der denn hier? Ich habe mich ja ewig nicht mehr gesehen. Was macht der denn? Wow, wow. Blended. Es ist so wowig schön, dich zu sehen. Ich habe dich so vermisst. Und ja, ich kann reden. Ich bin durch Dimensionen gereist. Und dann war ich jetzt irgendwie so. Und viel schlauer. Schau dich hier ruhig mal um. Ja, moin. Was Bananen. Zur Hölle ist mit ihm passiert? Okay, irgendwas mit Dimensionen und so. Ja, aber ey, warte mal. Der hat ja auch eine Sternkarte. Lol. Ist hier dasselbe markiert wie bei Cora oder wie? Nee, hier ist was Kleineres. Ist hier gerade ein Fokus. Vielleicht ist das Pillage. Das kann sein. Weil sonst wäre ja Bananendudler nicht hier, oder? Vielleicht ist das, wo er herkommt. Und da ist noch ein kleinerer Kreis drum. Ich habe eine Theorie. Ich sag's dir mal, okay? Ja, Leute, kurz zur Information. Wir hatten die Theorie aufgestellt, dass hier eine von diesen größeren Dimensionen Vendetta und Libertas sind. Also eines davon ist Vendetta, beispielsweise das hier, und wiederum das hier wäre beispielsweise Libertas. Soweit unsere Theorie. Ja, und guck mal hier, wo was eventuell Pillage sein könnte, ist noch so ein kleines Dings. Ja. Und das könnte Ketchup sein aus Libertas, weil der meinte auch, dass er durch eine Dimension gereist ist. Ja. Vielleicht sind diese kleineren so Nebendimensionen. Ja, wo oder die alle neben herkommen. Universen oder so. Krass. Ja. Alter, oh, der hat hier voll die geilen Blöcke. Stimmt. Warte mal, was hat er denn hier alles in seinem Labor? Ich weiß nicht, was er für Experimente hier macht. Keine Ahnung. Computer, okay. Zu Laborkomplex B, okay. Wow. 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 Da merken wir wieder, was Bananendudler macht. Der hat sogar hier auch noch ein kleines. Hat der was in den Kisten drin? Oh no. Nee, hat er irgendwie nicht. Wow, Bananendudler, so krass. Aber lol, ist ja einfach so ein Labor. Mega aber jetzt geil. Macht das auch, wenn man mal darüber nachdenkt, macht das auch alles einen Sinn. Ich freue mich gerade einfach nur Bananendudler wiederzusehen. Ja, das auch. Ist echt mega cool. Ja, hör doch auf. Mega cool. Ich bin gespannt, ob unsere Theorie sogar stimmen könnte. Leute, ihr könnt gerne eure Theorie auch gerne in die Kommentare schreiben. Warte, nee, ich gehe runter. Ja, Hangglider. Das ist perfekt. Das ist mega cool. Lol, hier ist einfach was in den Bäumen. Ah, das ist von Storm etwas. Okay, warte, das spoilere ich nicht. Egal. Ich gehe zu mir nach Hause. Ich will mein Schwert jetzt noch zum Abschluss reparieren. Ach, stimmt. Ja, dann können wir gleich... So. Und zwar gucken wir mal. Weil Schärfe 10, what the fish. Ja, das ist mega krass. Warte, ich habe auch noch Diamanten. Möchtest du ich habe auch. Stimmt, du hast ja den Block. Ich habe auch einen Dia, aber mit einem Dia-Block geht das leider auch nicht. Du musst ja die Dias einfach im zu teuer. Hä? Ich habe auf einmal zwei Schwerter. Hä? Nee, jetzt nicht mehr. Wie viele XP hast du denn? Oh mein Gott, das ist alles zu teuer. Wie viele XP hast du? Warte, vielleicht ist es mit einem anderen Schwert nur besser. Ich habe 17. Ich craft mir mal gerade noch ein zweites Schwert. Okay. Aber dafür braucht man irgendwie 30 oder so. Da müssen wir noch... Moment mal kurz. Da müssen wir noch ein bisschen XP farmen. Einfach ganz viel Redstone abbauen. Hast du 12 mal Farbstein? Ich bin auch dumm. Das hier. Hey, man kann sich Holzscheren machen. Ernst? Ja. Lol, wusste ich gar nicht. Richtig krass, cool. Also, was es hier alles gibt, ist echt, was man so rausfindet aus Versehen. Ja. Nein, schon wieder nicht. Ach, da bist du. Ja, klar. So. Nix, ich hab mich wegen. Das ist zu teuer, steht da. Okay, dann hebe ich mir das auf, bis ich mehr XP habe. Auf jeden Fall. Wir sind auf Camp, halt, man können da. Dann noch, ja. Okay, perfekt, nice. Aber das Schwert, das ist mein großes Ziel hier auch, das zu verbessern. Ja. Jo Leute, jetzt beenden wir das da, wo wir angefangen haben. Ja. Alles endet dort, wo es anfängt, Leute. Es ist immer so. Okay, gut. Leute,
das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button bei uns beiden und natürlich auch beim Zombie. Guckt überall vorbei, alle unten verlinkt. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann! Tschüss!